Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr seid gut in den Dezember gestartet, im Weihnachtsmonat angekommen. Und vielleicht ist die nächste Yogastunde ja perfekt für euch, wenn ihr ein bisschen runterkommen müsst, ein bisschen von dem Weihnachtstrubel wegkommen müsst oder wenn ihr diese Yogastunde irgendwann anders in Zukunft anguckt. Jetzt ist einfach die Zeit für euch, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, runterzukommen und ein bisschen den Alltag zu entschleunigen. Ich habe eine ganz, ganz langsame Yogastunde für euch. Und was ihr braucht, sind zwei Blöcke. Sie sind nicht zwingend notwendig. Es können auch zwei dicke Bücher sein oder Kissen, irgendwas anderes. Es geht auch alles ohne. Sie sind nur eine angenehme Ergänzung sozusagen. Wir fangen im Liegen an, auf dem Rücken, und kommen in den liegenden Schmetterling. Und wir brauchen beide Blöcke und die legen wir uns quasi so unter den Rücken. Der eine ist am Kopf, der andere ist am oberen Rücken. Das heißt, wir treffen uns einmal in der Rückenlage und legen die Blöcke hinter uns ab und schauen, dass wir jetzt mal die Brustwirbelsäule auf den Block bekommen, also den oberen Rücken. Und dann nehmen wir uns den anderen Block und legen den unter unseren Kopf. Und dann schauen wir mal, dass wir hier eine Position finden, die für uns angenehm ist, die wir eine Weile halten können. Und dann bringen wir einmal unsere Fußsohlen zusammen und lassen die Knie jetzt ganz locker nach außen fallen. Genau. Legen dann einmal die Arme neben uns ab, sodass die Handflächen nach oben zeigen, und schließen dann die Augen. Und lassen den Atem erstmal ganz natürlich fließen. Durch die Nase ein. Durch die Nase aus. Die Augen werden ganz schwer und fallen zu, wenn sie nicht schon geschlossen sind. Und dann beginnen wir die Atmung allmählich tiefer werden zu lassen und spüren, wie sich unser Brustkorb und unser Bauch mit unserer Atmung mitbewegt. Mit jeder Einatmung hebt sich alles so ein kleines Stückchen nach oben an. Und mit jeder Ausatmung sinkt alles ganz schwer nach unten. Und auch wir stellen uns vor, wir sinken über unseren Block. Und wir genießen hier diese passive Öffnung der Brust. Spüren wir die Schulterblätter rechts und links neben dem Block nach unten Richtung Boden wollen. Spüren, wie die Knie ganz schwer werden und nach außen fallen. Und die Fußsohlen berühren sich nur ganz leicht. Wir versuchen mal, die Aufmerksamkeit von allem, was um uns herum gerade passiert, abzuziehen. Oder auch von Gedanken abzuziehen, die wir gerade nicht brauchen. Von Ängsten abzuziehen. Und wir versuchen mal nur, das in unseren Kopf zu lassen, was uns gut tut, was uns weiterbringt, was uns ein gutes Gefühl gibt. Und wir bleiben hier in der Position noch für 5 letzte Atemzüge. Eine letzte Einatmung hier. Versucht immer so viel Luft einzusaugen, wie ihr könnt, den Brustkorb richtig zu füllen, nach oben zu schieben. Und dann atmet einmal durch den geöffneten Mund wieder aus. Lasst die ganze Luft einmal ausströmen. Und dann öffnet einmal ganz vorsichtig die Augen. Bringt uns eure Knie vorsichtig wieder zusammen. Und dann nehmen wir einmal die Blöcke raus und dabei richten uns so auf, wir stützen uns einmal an die Hände, schieben die Blöcke einmal zur Seite und dann vorsichtig einmal oben im Sitzen an und dann jetzt einmal nur die Stellung der Füße. Wir kommen entweder in einen Schneidersitz, ich drehe mich mal um,
Eine Option ist der Schneidersitz. Wir beginnen mit dem rechten Bein vorne. Oder wer ein bisschen mehr möchte von der Dehnung, kommt in die doppelte Taube. Dafür haben wir quasi unsere Schienbeine übereinander gestapelt. Das ist wie ein Schneidersitz, nur es ist ein bisschen intensiver für die Hüfte. Schienbeine sind übereinander gestapelt, sodass quasi unsere Fersen und unsere Knie in einer Linie sind. Ja, in dem Fall von der doppelten Taube ist das rechte Bein oben. Der Sitz ist der rechte Fuß vorne. Von hier aus klappen wir einmal aus der Hüfte ab und versuchen mal den Rücken noch gerade zu lassen und den Kopf ganz entspannt, beziehungsweise einfach als Verlängerung der Wirbelsäule nicht nach vorne nehmen oder nach oben nehmen sozusagen und vorgucken, sondern mit der Wirbelsäule mitbewegen und in Richtung der Bewegung gucken. Also so einfach über die Nasenspitze direkt nach unten an den Anfang der Matte. Dann atmen wir hier nochmal ein, geben dem Rücken nochmal Länge. Und dann mit der Ausatmung geben wir nach. Wir wandern mit den Händen vor und der Rücken darf jetzt rund werden. Und der Kopf darf einmal ganz schwer werden, nach unten sinken. Nasenspitze zeigt nach unten in Richtung Matte. Vier Atemzüge hier. Noch ein letzter. Gut, und dann kommen wir mal vorsichtig nach oben wieder zurück in unseren Sitz und wir wechseln einmal die Seite. Wenn ihr den Schneidersitz habt, dann kommt entweder der linke Fuß vor euch oder wenn ihr in der doppelten Taube seid, dann kommt das linke Schienbein oder beziehungsweise das linke Bein. Die Waden sind gestapelt, Knie und Fersen sind gestapelt. Gut. Wir klappen wieder aus der Hüfte. Hände landen vor uns auf der Matte. Wir sind in der Position, die es uns erlaubt, den Rücken gerade zu halten. Der Hals bzw. der Nacken, die Ausrichtung vom Kopf ist neutral. Und dann atmen wir hier ein. Der Rücken bekommt Länge durch die Einatmung. Wir ziehen uns lang. Und dann mit der Ausatmung lösen wir. Wir wandern nach vorne mit den Händen. Der Kopf wird schwer. Die Nasenspitze zeigt nach unten in Richtung Matte. Und wir halten hier für vier Atemzüge. Sehr schön, wir lösen langsam auf mit der nächsten Einatmung. Entwirren einmal unsere Beine, wir treffen uns im Vierfüßlerstand. Gut, und wenn wir hier angekommen sind, dann kreisen wir einmal ganz sanft über die Handgelenke. Nicht so viel Druck, einfach nur ein kleines bisschen Bewegung reinbringen. Gut, wir pendeln uns einmal wieder in der Mitte ein und kommen mit der nächsten Einatmung einmal in ein Hohlkreuz. Bauch hängt einmal nach unten durch, die Brustwirbel nach vorne zwischen den Oberarmen durch. Und ausatmen wird der Rücken einmal ganz rund, das Kinn zieht in Richtung Brust. Mit der Einatmung geht es einmal wieder ins Hohlkreuz. Und mit der Ausatmung, Wirbel für Wirbel, wird der Rücken wieder ganz arg rund. Noch eine Runde so, wir atmen ein, kommen ins Hohlkreuz. Und ausatmen. Der Rücken wird rund. Sehr schön. Wir kommen in eine neutrale Ausrichtung der Wirbelsäule. Treffen uns in der Mitte im Vierfüßlerstand. Und der linke Fuß kommt jetzt einmal vor zwischen unsere Hände. Und wir nehmen uns jetzt einmal die Blöcke. Stellen die auf Höhe von unserem Fuß ab. Entweder sind wir auf der niedrigen Höhe. Man möchte, kann auch hochkommen auf die hohe Höhe. Und dann treffen wir uns hier im Low Lunge. Und weil wir es heute ein bisschen sanfter haben wollen, sind die Blöcke da, damit wir ein bisschen
hochkommen und die Übung bemerkbar ist, aber nicht super intensiv ist für den Körper, sondern einfach nur eine ganz, ganz sanfte Dehnung ist. Wir halten hier noch zwei Atemzüge. Und dann schieben wir uns mit der nächsten Ausatmung einmal nach hinten. Unser linkes Bein wird durchgestreckt. Wir nehmen die linken Zehenspitzen einmal mit zu uns ran, sodass wir in die Beinrückseite reinspüren können. Oder einfach ein bisschen besser in die Beinrückseite reinspüren können. Genau. Und dann dürfen wir auch gerne die Blöcke nachrücken. Wenn ihr das Gefühl habt, ich hänge hier so drin, weil die Blöcke so weit vorne sind, dann nehmt die Blöcke einfach mit nach hinten. Dann atmen wir hier noch einmal ein und dann ausatmen wird der Rücken einmal rund. Die Nase zieht nach unten in Richtung linkes Schienbein. Falls ihr merkt, die Blöcke sind gar nicht auf der Höhe, die ich gerade mag, dann stellt sie natürlich jederzeit einfach um. Gut, noch eine letzte Einatmung. Mit der Ausatmung lösen wir. Wir winkeln das linke Bein an. Wir nehmen unsere Blöcke einmal wieder mit nach vorne und stellen jetzt die Blöcke mal auf die niedrigste Höhe, so wie ich sie gerade habe, sodass wir die Handfläche komplett ablegen können. Stellen die hinteren Zehenspitzen einmal auf und dann löst sich das hintere Knie von der Matte und unser linkes Bein streckt einmal. Spitzen mit hoch. Ziehen sie nach oben Richtung linkes Knie, sodass das linke Bein wieder gestreckt ist. Genau. Und dann beginnen wir uns hier so ein bisschen hin und her zu bewegen, hin und her zu schaukeln. Wir winkeln das linke Bein an, Hüfte sinkt tief und mit der Ausatmung schieben wir uns wieder zurück. Einatmen, linkes Bein anwinkeln, ausatmen, linkes Bein strecken. Ein und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und dann kommen wir wieder nach vorne. Setzen unser hinteres Knie ab. Nehmen den linken Arm einmal nach oben, nach hinten. Kommen in einen kleinen Twist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euer linkes Knie ein bisschen vorsichtig wegschieben mit der linken Hand. Die rechte Hand kann auf dem Block bleiben. Dann kommt ihr ein bisschen höher, könnt die Brust ein bisschen mehr öffnen. Oder wer möchte, kann auch einfach mal nach hinten greifen. Und schauen, ob da ein Fuß ist, den man sich schnappen könnte. Wo auch immer ihr seid, wir halten hier kurz. Versuchen, die Hüfte ganz weich werden zu lassen. Gut, letzte Einatmung. Und dann mit der Ausatmung kommen wir vorsichtig zurück. Hände wieder zurück auf die Blöcke und das linke Knie geht einmal nach hinten. Wir sind wieder im Vierfüßlerstand mit den Händen auf den Blöcken. Der rechte Fuß steigt einmal vor. Wir passen einmal wieder die Höhe der Blöcke an, falls wir müssen. Und lassen die Hüfte dann einmal tief sinken. Blöcke bringen wir auf die Höhe, dass wir die Dehnung in der Hüfte spüren können, aber nicht zu intensiv ist. Eine Einatmung. Und die Ausatmung schiebt uns einmal zurück nach hinten. Wir nehmen die Blöcke gerne mit. Rechtes Bein streckt. Wir nehmen die rechten Zehenspitzen damit nach oben in Richtung rechtes Knie. Atmen hier ein, geben dem Rücken Länge. Und dann mit der Ausatmung lösen wir die Nasenspitze, zieht nach unten in Richtung Schienbein.
Noch zwei Atemzüge. Und die nächste Einatmung bringt uns einmal wieder nach vorne. Falls die Blöcke da nicht schon sind, bringt die Blöcke wieder vor, führt von eurem rechten Fuß auf die niedrigste Höhe und die Hände sind abgestellt. Stellen die hinteren Zehenspitzen auf, heben das hintere Knie einmal an und strecken dann unser rechtes Bein einmal durch. Die Zehenspitzen gehen mit nach oben. Genau. Wir gehen in die Beinrückseite von unserem rechten Bein rein. Und die nächste Einatmung bringt uns einmal wieder nach vorne. Die rechte Fußsohle findet wieder den Boden. Wir winkeln das rechte Bein an. Und mit der Ausatmung strecken wir unser rechtes Bein, schieben die Hüfte zurück. Einatmen vor. Und aus. Einatmen. Und ausatmen. Ein. Und ein letztes Mal aus. Und dann treffen wir uns mit der nächsten Einatmung wieder hier vorne. Linke Hand ist auf dem linken Block. Und der rechte Arm löst sich, wandert einmal nach hinten oder auch gerne an euer rechtes Knie, sodass die rechte Hand ganz vorsichtig das rechte Knie nach außen drückt. So wie wir es auf der anderen Seite gerade eben auch hatten. Oder wenn ihr nach hinten geschaut habt und euch den Fuß geschnappt habt, dann macht das natürlich auch gerne wieder auf dieser Seite. Wir halten. Letzte Einatmung. Und dann drehen wir uns mit der Ausatmung einmal wieder nach vorne und das rechte Knie geht einmal zurück. Wir treffen uns in einem Vierfüßlerstand bzw. wir gehen durch den Vierfüßlerstand durch und treffen uns einmal im Sitzen auf den Fersen. Ich muss hier einmal mein Mikrofon befestigen. Das hat sich verabschiedet. Wir bringen einmal kurz unsere Hände auf die Knie. Sitzen auf unseren Fersen und lassen einmal die Schultern ganz tief nach unten sinken. Schließen einen Moment die Augen. Atmen hier einmal durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund aus. Sehr schön. Strecken und bringen jetzt den Arm auf den rechten, sich auf der Beine kreuzen. Jetzt gibt es entweder die Option, dass wir uns quasi umarmen, bringen die Hände dabei zu den Schultern. Oder wir verdrehen einmal unsere Arme, kommen in die Igelarms. Je nachdem, wo ihr seid. Falls ihr auch so einen dicken Pulli anhabt wie ich, könnte das etwas schwierig werden. Aber mit einer Haltung, die für euch gut ist. Und dann mit der Einatmung ziehen wir einmal unsere Arme oder unsere Ellenbogen, je nachdem, welche Option wir haben, nach oben. Und mit der Ausatmung machen wir uns klein und der Rücken wird rund. Atmen ein, machen uns groß, nehmen die Arme hoch und aus. Ein und aus. Und dann kommen wir wieder in die neutrale Position, in die Mitte zurück. Strecken einmal die Arme zur Seite aus, öffnen die Brust, kommen in so ein Hohlkreuz, gerne heben den Blick. Vielleicht wollt ihr auch für einen Moment mal die Hände hinter euch aufstellen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt die Brust jetzt noch besser öffnen. Und dann lösen wir vorsichtig wieder, nehmen die Arme mit, strecken die Arme vor und Arme weg. Die Seite. Diesmal ist der rechte Arm oben, der linke Arm unten. Gut, dann atmen wir ein, ziehen uns lang nach oben und atmen aus. Wir atmen wieder und wir atmen aus. Letztes Mal
Und wir atmen. Und ausatmen mit ganz rund. Treffen wir uns einmal wieder in der Mitte. Lösen die Hände voneinander. Und jetzt könnt ihr im Schluss entweder in diesem Knie bleiben oder auch gerne in einen Schneidersitz kommen. Hier auch sehr mit einem Block, auf den ihr euch draufsetzen könnt. Oder auch ein Meditationskissen, wenn ihr es da habt. Irgendwas, das euer Becken ein bisschen anhebt, auch gerne ein Kissen. Oder einfach gar nichts, wie ihr wollt. Und dann richtet euch in euren bequemen Sitz ein. Bringen die Hände einmal nach unten auf die Knie. Auch gerne mit den Handflächen nach oben. Und dann schließen wir die Augen. Und ziehen mit der Einatmung die Schultern nochmal nach oben in Richtung Ohren. Und dann mit der Ausatmung lassen wir einmal die Schultern ganz schwer werden und nach unten sinken. Und dann wandern wir mal mit der Aufmerksamkeit für einen letzten Moment in uns hinein. Und überlegen uns mal, was in unserem Leben ist, was wir gerne loslassen wollen, was wir nicht mehr brauchen. Meistens ist es das Erste, was uns dann in den Kopf schießt. Und dann stellen wir uns diese eine Sache einmal vor, lassen dieses Gefühl entstehen, auch wenn es vielleicht kein schönes Gefühl ist. Wir lassen das Gefühl zu. Alles, was kommt, ist okay. Alles, was da ist, hat seine Berechtigung, da zu sein und will uns in irgendeiner Form lehren und uns wachsen lassen. Und was auch immer es ist, sagt euch im Kopf, ich brauche dich nicht mehr und ich lasse dich los. Und wiederholt es noch ein paar Mal für euch im Kopf. Atmet dabei ein. Mit der Ausatmung sagt ihr für euch, ich brauche dich nicht mehr, ich lasse dich los. Und dann atmen wir noch einmal gemeinsam ein, füllen die Brust mit Luft. Und atmen vollständig aus, auch gerne durch den geöffneten Mund. Lassen dann ganz vorsichtig ein Lächeln in unserem Gesicht entstehen. Lassen die Mundwinkel nach oben wandern. Und bringen dann einmal die Hände in Gebetshaltung vor unsere Brust zusammen, sodass die Daumen unser Brustbein berühren. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch mit mir zusammen die kleine Auszeit für euch genommen habt. Danke, dass ihr euch für uns hier entschieden habt und mit uns Yoga praktizieren möchtet. Und ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Namaste.